Bushido ist gleich aufgestanden und hat Welle gemacht. Hat richtig Welle geschoben und wegen seiner Haut und so. Mit wie vielen Leuten hast du Kontakt aus deiner Familie, wo du sagst, das ist dein enger Kreis? Die Leute im Chat sagen alle Manu-Story, ob die so vorgefallen ist, wie Manuel es erzählt. Hast du doch schon mal drüber geredet, wa? Welche Manu-Story? Na, die Café Full. Ich komm, ob die so war, wie er erzählt hat. Nein, Mann. Wie war die? Ist doch egal, nein. Wir müssen ihn ja nicht klein machen jetzt, aber ich mach ganz ehrlich. Er war auch stabil, ne? Ich sage dir ganz ehrlich, Manu ist eigentlich in meinen Augen gewachsen. Er ist wenigstens ins Café gekommen. Ja, wollte ich damit sagen, Alter. Er ist ja gekommen, Alter. Was nein, ist? Er ist mit Channel gekommen. Ah, 36 Channel. Genau. Ja, aber sagt der Arno, Manu, oder erzählt er auch. Ist nicht schlimm. Nein, ich sag's dir. Das war so, irgendwie war Kay und Bushido, die hatten so ein Beef mit ihnen am Telefon. Ich kannte Manuel jetzt gar nicht. Und irgendwann hieß es nur, ey, der macht dies, der macht das, was, bla, 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 bla. Und dann habe ich Channel angerufen, so Channel, ja, bla, bla. Salam alaikum, wir kannten uns von früher. Und sagte, ja, ist ein Manuelsen bei dir, ja, okay, komm mit ihnen ins Café. Ja, aber guck mal, Bruder, versprich mir. Ich meinte, ey, wenn ich dich einlade in mein Café, wird dies passieren. Da stand Kay und Bushido da. Dann kam Manuelsen rein, anständig. Salam alaikum, alaikum salam. Er saß da und erzählt, was los. Und Bushido ist gleich aufgestanden und hat Welle gemacht. Hat richtig Welle geschoben und wegen seiner Haut und so. Und ich fand, Manuelsen war sehr, sehr respektvoll. Wirklich, also er hat uns respektiert, nicht ihn. Da habe ich gesagt, hey, schäm dich mal ein bisschen, halt mal den Ball flach, also zu Bushido und Kay. Kay ist auch so, hey, du, Punkt, bleib sitzen. Der kommt hierher, wenn ihr ihn beleidigt, beleidigt mich. Ist anstandslos. Dann habe ich gesehen, das ist so eine Lappalie. Ja? Und dann sage ich zu Manu so, wegen Salam alaikum, sag mal, bist du Muslim? Also ja, Alhamdulillah. Wallah. Du hast mir das schon erzählt. Wirklich, ja, Alhamdulillah, so mashallah, yani. Was soll ich mit mir nicht streiten? Ich meine, ganz ehrlich, wir sind alle Moslems und unser Prophet befiehlt uns sozusagen, Frieden zu schließen. Steht auf, vertragt euch. Manuel ist kein Problem, also Anstand steht auf, wirklich. Und Channel guckt mich die ganze Zeit an. Ich meine, ey, Channel, hier wird gar nichts passieren. Ungelogen. Dann ist Bushido aufgestanden, so ohne Herz. Ich meine, ey, was soll der Scheiß? Und der wollte lieber, dass er eine Ansage von dir, oder? Ja, Manuelsen war schon angekackt mit Recht, weil er ihm gesagt, ich tapeziere das und das mit deiner Haut. Ja? Macht einen Affen und wir müssen uns nichts vorlügen. Manuelsen hätte die beide aufgefressen, verstehst du? Aber er hatte Anstand und Respekt und der kam zu uns und wir haben ihm Anstand und Respekt zurückgegeben. Weil wer zu uns kommt, kennst du selber Flair. Niemals. Ich lock dich nicht, komm mal ins mein Café und schieb dich irgendwo im Keller, mache ich nicht. Haben sich vertragen, die Geschichte war vorbei, die war tot. Ich hatte öfter eigentlich auch mit Manuelsen Kontakt und war alles gut. Wer ist der Älteste bei euch? Mein Bruder Nasser. Nasser, genau. So, auch mal Insider-Infos. Vielleicht musst du auch nicht erzählen. So, wenn ich jetzt bei dir zum Beispiel sehe, du hast Sinan, du bist der ältere Bruder. Hört Sinan immer auf dich? So. Oder nicht? Sonst hätten wir viele Probleme. Nee, ich meine nur, die denken, die was oft. Nein, die denken, die sind alle eine Maschine. Na, wenn Nasser der Älteste ist. Ja, So, Nasser ist der Älteste. Wenn du jetzt sagst, okay, ihr seid jetzt in Neukölln aufgewachsen, irgendwann bist du in einem gewissen Alter gewesen, 16, 17, 18. Ja, ja. War das dann so, dass wenn Nasser dir was gesagt hat, hast du gehört oder wart ihr schon so, jeder hat sein eigenes Leben gelebt? Mit 16? Ja. Da haben wir auf unseren Bruder gehört. Da wart ihr Soldaten. Nein, aber ich weiß Soldat, das ja, nein, aber das ist normal. Ja irgendwann auf. Wann hört das auf? Also dann irgendwann nein, wir haben nie den Respekt gegenüber unserem großen Bruder. Nein, so meine ich auch nicht. Aber mein großer Bruder hat auch nicht alles mitbekommen, was ich gemacht habe. Oder das anders. Ist meine ich. Das ist doch was anderes. Weil Clan-Struktur bedeutet nein, ja immer, so, als ob dass es ein Oberhaupt gibt. Ihr habt jede Woche Meeting, Alter. Ihr habt so eine WhatsApp-Gruppe. Das ist so ein totaler Schwachsinn. Also nein, ehrlich, gerade bei 6 Brüdern, ich habe 2 Brüder. Wenn mein Vater, ich weiß schon manchmal gar nicht, wo die sind. Weil mein Vater, rahmatullah alayhi, sage ich dir ganz ehrlich, manchmal wusste, was wir draußen gemacht haben, der würde... Also gemacht, was heißt das, Alter? Ja, viele tun so, Alter, du bist auf der Straße, du bist also nicht auf der Straße, wir hatten auch keine Straßen genannt. Wir hatten Eltern, die uns behüteten nach Hause. Aber ihr wart schon Neukölln und... Na klar, war Neukölln, wenn man, du musst dir vorstellen, wenn man... Mal erklären. 80 Familien in einen Wohnblock steckt, ja, wo ist denn ihre Struktur, die sie dir gemacht haben? Richtig. Na klar, dass man dann so wie Camps in Libanon oder Türkei da gelebt hat. Die meisten, wenn du dich so an deine Jugend zurückerinnerst oder generell an die ganze Zeit, wo es darum ging,
draußen sich einen Namen zu machen oder sich nichts gefallen zu lassen. Die meisten Konflikte waren noch meistens auch mit anderen arabischen Familien, oder? Na klar, aber Namen zu machen, was heißt einen Namen zu machen? Du musst dir vorstellen, damals die ganzen arabischen Familien, die sich hier alle so aufzeichnen, wir waren mal alle richtig gute Freunde, wir sind aufgewachsen. Wir waren so eine Clique, wir waren so im Jugendclub, wir waren die beste Fußballmannschaft. War das da wichtig, wer von welcher Familie ist? Nein, uninteressant, wer von wem, von welcher Familie ist. Wir sind einfach miteinander groß geworden. Irgendwann später haben sich dann so die Interessen gespalten. Der eine hat dies gemacht, der eine hat das gemacht. Manchmal war es für mich, wenn eine andere Familie beispielsweise Drogen verkauft hat, war für mich verwerflich. Hm. Niemals. Danke. Auch Gruß an die EA. Was übrigens, übrigens stimmt nicht, ja. Ist vorbei? Nein, es stimmt einfach nicht. Stimmt es nicht, aber es ist vorbei, ja. Dass sie... Ey, Digga, ich würde mich so feiern, wenn die EA gegen mich ermittelt. Ja, bald bist du in so Netflix-Serie. Verstehst du, das ist so voll... Feiern, weißt du, wir sind schon alle irgendwie zusammen groß geworden. Und die EA ermittelt gegen mich und sagen, wer seid ihr? Ich bin der und ich will dir, warte, ich will dir... Ich will dir auch Werbung machen damit. Ich will dir auch was dann sagen. Album würde DEA heißen. Die ganzen, wie sie alle nennen, Clans und so, ja. Na klar gibt es welche, die voll daneben sind, aber es gibt viele von den Familien, die sind wirklich sehr gläubig und beten und machen gar keine Scheiße. Mhm. Ja, gar nichts. Oder und was da. Verstehst du? Was aber die, ist, lass mich dir noch eine Sache sagen, was ich wichtig, wirklich wichtig finde, ist. Abgesehen davon, dass euer Clan ja jetzt auch nicht einer der ganz großen ist mit so vielen Mitgliedern, ne? Will ich nur sagen, es gibt ja auch... 2,3 Milliarden. Ja, okay, den Clan kenne ich, der ist gut. Nein, ich will nur sagen, es gibt ja auch Familien, da gibt es ja auch Leute, die Action machen, oder, aber viele davon eben nicht. Die distanzieren sich dann auch davon. Sich davon und haben sehr große Probleme. Ich kann da nur den Podcast empfehlen vom Steiger, der hast, glaube ich, auch ein Interview gegeben. Das fand ich sehr gute Arbeit. Da war, glaube ich, auch ein Cousin von dir. Der aber sowas will niemand hören. Ja, leider. Guck mal, ich sag dir mal ein Beispiel, ja? Wie das. Hör gut du so auch zu. Damals, wo sie Samras Laden, den Koffeurladen angegriffen haben. War vor 2 Monaten oder vor 1 Monat? Nein, nicht mal. Guck mal, was sie gemacht haben. Das LKA weiß, wer es gemacht hat. Das ist so ein internes Ding. Wir haben gar nichts damit zu tun. Das LKA telefoniert mit Leuten und sagt, na, was haben denn die Abu Chakas wieder gemacht? Sag mal ganz ehrlich. Was haben wir damit zu tun? Verstehst du? Warum? Ja, er hat ja vor kurzem, und dann die Bild springt auf, der hat ja vor kurzem eine Aussage gemacht. Ach, deswegen reite ich dann seinen Laden ein. Was ist das für ein Quatsch? Wenn man jetzt sagt, okay, Abu Chakas in Berlin, wie viele seid ihr? Weil die sagen Großfamilie? Mit Söhne, mit allen Cousins, jeder. Einfach. 15, 16? Nein. Schlaf weiter. Ja, aber nochmal, nicht jeder Abu Chaka ist auch gleich verwandt mit. Nein, das ist eine andere Frage. Aber wenn man jetzt sagt. Wo ich sage, meine Verwandtschaft, wirklich Abu Chaka von. Ja. Die du, mit denen du abhängst, wo du sagst, die rufst du an, das sind die. Mit denen ich abhänge. Das ist deine Familie. Mit denen du einen. Hängt wahrscheinlich mit deinen Söhnen. Also Blutsfamilie maximal oder? Nein, guck, ich meine dann so. Dann ich vielleicht sobald fünf Leuten ab. Okay, Moment. Sobald man es definiert als Clan. Und du kannst ja jetzt viel erzählen. Ja, wir sind alle. Friedlich, egal ob friedlich oder nicht. Moment. Journalisten. Oder kriminell oder nicht kriminell. Wenn es jetzt einfach nur darum geht, weil man, ich will jetzt aus der Perspektive von Spiegel TV, den Ermittlern, die Leute, die jetzt kritisch sind. Wenn ich jetzt weiß, okay, du bist jemand, du hast was am Laufen, dann musst du ja Leute nehmen, die haben die, wenn du die anrufst und du bist ja am Machen und am Connecten und am Plan. Mit wie vielen Leuten hast du Kontakt aus deiner Familie, wo du sagst, das ist dein enger Kreis? 10 Leute. 10 Leute, Bombe. Nächste Frage. Warum gibt es Familien, egal ob Berlin oder deutschlandweit, wo man sagt, zum Beispiel bei euch weiß ich ja, jemand, der Abu Chaka ist, der ist wie wenn ich meinen Nachnamen habe. Warum gibt es in Deutschland aber auch Familien, wo man sagt, die nennen sich alle, haben alle einen gemeinsamen Namen, aber sind gar nicht in die, so wie Künstlername. Habe ich auch mitbekommen, dass die Typen auf einmal sich so nennen, weil sie wie zu einer Rockergruppierung dazugehören möchten. Sowas gibt es auch, richtig? Na klar, also... Wollen die Namen aber nicht sagen. Es gibt auch so eine Leute wie, die nennen sich Abu Chaka, drohen mit den Namen, wirklich ungelogen. Schon, ich wurde mal selber mit meinem eigenen Namen bedroht, vor so einem Club, voll witzig. Ja, und die Medien machen das einfach, was sie nicht verstehen, was sie da verunstalten, sie machen Rufmord. Und dann auf einmal, jeder geht, sagen wir mal beispielsweise, gehen so in ganz normalen Läden, ich bin Abu Chaka. Aber der hat eigentlich mit uns nichts zu tun. Sie verpesten das so im Netz, dass er dann sagt, okay, wenn ich das sage, kriegt der andere Angst. Ja? Und dann, auf wen fällt das wieder zurück? Auf uns, weil wir wirklich die Abu Chaka sind. In Berlin war das schon, seitdem ich... Es ist so. Kennst du dieses Video, was jeder kennt? Remo, ich bin ja von Remo. Ey, ja, bei Remo. Ich sag dir auch ganz ehrlich,
Das ist alles übertrieben, komplett übertrieben. Ich muss mal ehrlich sagen, als ich mit 7, 8 Jahren dann, du weißt, zum ersten Mal raus, Basketball spielen, irgendwas, ich bin Thermosiedlung aufgewachsen, Assam Shahur war gegenüber, der Basketballplatz war sein Basketballplatz. In Berlin war schon immer, und deswegen hat sich das dann auch daraus entwickelt, ich wusste, als Jugendlicher habe ich dann auch gemerkt, der sagt, der ist von der Familie, der von der, dann habe ich auch gemerkt, der lügt. Ja. Die ersten Stars in Berlin auf der Straße waren die arabischen Großfamilien. Willst du wissen, warum? Weil dieses Name, Fame, Ruf, ist ja wie, du bist, heute bist du Rapper oder Sprüher oder Megastar, keine Ahnung. Also es gibt ja auch... Naja, ich bin da auch nicht deiner Meinung. Du musst dir vorstellen, damals... Ich meine, die Außenwirkung war so. Also, auch nicht mal, damals war nicht die Außenwirkung so. Du musst dir vorstellen, es gab damals so eine Gang, der eine hat sich 36 genannt, der andere Yildiraz, Black Panther, Spinne. Giants. Zum Beispiel Spinne in Köln, die Reuters, und da war zum Beispiel, ich weiß nicht, ob euch was sagt, Ozaki. Ozaki ist ein Mulatte, ein Farbiger, also seine Mutter ist deutsch und sein Vater ist ein Afrikaner. Ein sehr, sehr guter Bruder und Freund von ihm. Alter, der Typ war einfach damals Legende. Einfach Legende. Ja, sowas. Ich sage dir ganz ehrlich, 10 Leute hätten ihn nicht gereicht. Der war, ich meine damit auch nicht, dass es immer nur die Namen da war nicht mit Großfamilie und nein, ich meine, Namen, wenn du einen Namen... Verstehst du? Ja, aber trotzdem ist es Street-Fame. Da gab es so einzelne Leute, die rausgestochen haben. Und wenn du danach gehst, Großfamilie, also wir zum Beispiel, die in Neukölln groß geworden sind, ich sage dir ganz ehrlich, du musst dir vorstellen, mit wem wir alles abhängen. Da waren die Remos, die El-Sains, die Miris, Charous, die Barjawis, da war alles gemischt. Wir haben nicht gesagt, du bist dies, du bist das. Die haben das irgendwann gemacht. Diese Presse hat das irgendwann, weißt du, du musst dir vorstellen, wie spaltet man damals die arabischen Länder? Kamen die Engländer mit so einem Lineal und Stift, klack, 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 klack. Die haben das mit den Familien gemacht. Und so haben sie Fitna gegenseitig gemacht. Verstehst du? Und dann, wirklich, und manche sind so hängen geblieben, wie, die erwähnen uns nicht. Wir sind doch viel cooler, wir sind doch viel größer. Dann denke ich mir, Alter, merkt ihr gerade, dass ihr euch eigentlich durch die Blume richtig blamieren? Als, mal nochmal zurück, weil ich will mehr auf diese Sachen eingehen, worüber nie oft geredet wird. Also wenn dein Name fällt und wenn wir darüber reden, wir reden immer über das, was schon in der Presse gequatscht wird. Als du nach Hause, als deine Eltern nach Deutschland gekommen bist und als du zu Hause warst und mitbekommen hast, wie deine Familie hier in Deutschland aufgenommen wird, wie war es dann, weil es gibt immer dieses Thema Integration. Wie waren da die Gegebenheiten für deine Eltern? Konnten die gleich arbeiten? Haben die gleich eine Wohnung bekommen? Konnten die sich integrieren? Konnten die. Wie hast du gemerkt, wo deine Möglichkeiten sind, in Berlin klarzukommen, zu arbeiten, Geld zu verdienen, was aus deinem Leben zu machen? Wie war für dich und auch in deinem Umfeld, wie hast du gesehen, was waren so die Möglichkeiten in Berlin, um klarzukommen? Also, wenn ich ehrlich bin, zu meiner Zeit gab es alle Möglichkeiten. Ich bin zur Schule gegangen. Oberschule. Durften deine Eltern gleich arbeiten? Mein Abi gemacht, meine Ausbildung gemacht. Also ich hatte, guck mal, ganz ehrlich, ganz einfach. Wenn du suchst und du willst was machen, du schaffst es. Außer die Leute, es gibt Ausnahmen, die, sagen wir mal, auf Asylantenstatus sind, die keine Arbeitsgenehmigung bekommen. Waren deine Eltern auf Asylantenstatus? Am Anfang ja. Ich durfte zum Beispiel bis zu meinem 16. Lebensjahr nicht mal Berlin verlassen. Das ist krass. Ich bin, obwohl ich in Berlin geboren bin, auf Duldung. Nix. Scheiße, ich kann mich erinnern, meine Schwester ist damals nach Dänemark, wollte heiraten. Wir durften zum Beispiel ihre Hochzeit nicht sehen. Weil wir warum? Aber was ist die Begründung dafür, dass man, wenn man nach Deutschland kommt und egal ob Asylstatus oder nicht, nicht arbeiten darf? Frag also die Deutschen. Nicht Asyl, also warum gibt es eine Bestimmung? Bei meinen Eltern auch so, ich weiß auch nicht. Frag die Deutschen, ich verstehe das auch nicht. Ich verstehe auch nicht, ob es lange dauert oder nicht, aber Ruth, ganz einfach. Dieser Typ, ja, der, ich kenne Leute, die 35 Jahre leben die. Auf Duldung sind. Auf Duldung. Ich will dir mal was dazu sagen, Flair. So jetzt auch für die Leute. Das Problem ist, voll oft sagt man so, ja, warum macht er keine Ausbildung, ja, warum macht er keine Arbeit? Ja, doch, Duldung, das Duldungsstatus, der Duldungsstatus ist ein Problem für dich in deinem Kopf. Guck mal, als der Sinan seine Dings bekommen hat, der hat Knast bekommen 2 Jahre, ne? Und dann das Gericht war zu Ende, er konnte nach Hause und dann haben die gesagt, Brief kommt, dann gehst du in den Knast, ne? Und das Problem war, er hat die ganze Zeit mit seinem Anwalt versucht, Druck zu machen, dass er sofort reingeht. Weil er hatte, 8 Monate oder so hing der, und wusste nicht, was er anfangen soll. Soll ich mein Album anfangen? Soll ich Arbeit anfangen? Ich muss dann sowieso vielleicht gleich reingehen. Verglichen mit der Duldungssituation ist das so, du weißt nicht, wann kommt der Brief, ja, du musst wieder nach Hause. Viele aus Libanon hatten das Problem, viele Sinti und Roma haben das Problem und so. Ein Freund von mir, der hat gerade noch Abitur geschafft, musste dann das Land verlassen. Das Ding ist, du hast einen Status, du weißt nicht, soll ich Ausbildung anfangen?
kann ich Ausbildung anfangen und nimm die Ausbildung mich, weil die denken ja auch vielleicht. Bro, ja, der beste Beweis ist der Bosnienkrieg. Okay, die sind alle nach Deutschland gekommen, sind hier geboren, sind groß geworden. Okay, ihr dürft wieder zurück. Ja. Alter, die kannten ihr Land nicht, sind 18 oder bis 20 Jahre alt. Wie ihr zurück? Einfach raus. Okay? Und es gibt... Wie du sagst, du bist ja hier geboren. Okay, aber lass mal die Frage, lass mal nochmal... Okay, wenn du jetzt, wenn du weißt, okay, deine Eltern, du bist mit deinen Eltern hier, deine Eltern dürfen nicht arbeiten, du darfst nicht arbeiten. Doch, wir durften arbeiten. Du durftest immer arbeiten. Aber deine also meine Eltern, Eltern doch? Irgendwann, dann später. Nein, nein. Aber du hast ja gerade gesagt, am Anfang durften die nicht arbeiten. Ich habe gesagt, es gibt Leute, die nicht arbeiten durften, aber mein Vater ist hierher gekommen und hat gearbeitet. Okay, also der hat nicht den Asylantenstatus gehabt? Der hatte den Asylantenstatus. Der durfte sofort arbeiten? Der durfte auf jeden Fall arbeiten. Warum gibt es da Unterschiede, weißt du das? Ja, also mein Vater hat... Ja, es gibt Unterschiede. Nein, nein, es gibt Unterschiede. Es gibt Unterschiede. Ich erkläre euch den Unterschied. Palästinenser sind staatenlos. Ah, okay. Ja, okay. Ist das Abschieben nicht möglich, ne? Schwieriger, weil wer will sie nehmen? Israel nimmt sie nicht. Punkt. Okay? Es ist eben unser Land. Und wir dürfen, oder Palästinenser dürfen nicht in ihr Land rein. Okay? Und es gibt viele Palästinenser, die kommen aus dem Libanon und viele Palästinenser kommen aus den Jordanien. Aber die Libanesen, Libanon nimmt sie auch nicht auf. Also wo sollen sie die hinschieben? Die suchen natürlich mit Ach und Krach einen Weg, sie abzuschieben. Siehst du doch bei den ganzen Leuten, die leben hier komplett okay. Die sind beispielsweise straffällig geworden. Nacht- und Nebelaktion, 3 Uhr morgens, in Abschiebehaft, tschüss. Die sagen nicht mal einen Anwalt Bescheid, adios amigos. Läuft so. Ja, ist ja auch so. Ist sehr, in letzter Zeit ist das mittlerweile schon Methode geworden. Und ciao. Deswegen, also ist schon, wie es bei den anderen ist, ey, keine Ahnung, ich verstehe das auch nicht. Zum Beispiel die Ukrainer dürfen hier reinkommen. Ja, die haben Arbeitserlaubnis, Aufenthalt, Schule, die haben alles. Und die anderen Leute leben, keine Ahnung. Aber die Medien sagen ja auch nicht, die dürfen nicht arbeiten. Deswegen vielleicht, lass sie doch arbeiten. Ich würde ja verstehen, wenn sie eine Arbeitserlaubnis haben und sie arbeiten. Sie können dann Steuern zahlen. Und dann würde ich ja verstehen, okay, wenn er immer noch so eine Scheiße baut, einverstanden. Mhm. Aber ihr habt ihr noch nicht mal die Grundlage gegeben. Aber dann sagt man, Integration ist misslungen. Die wollen doch gar keine Integration. Was war dann? Du hast Schule gemacht, bis wann? Bis zu meinem Abi. Hast du Abi gemacht? Fachabi. Richtig miese Streber, alle. Und danach Ausbildung. Ja. Als was? Kfz-Mechaniker. Okay. Ausgelernt, Geselle. Jetzt. Hat jemand einen Job für mich?